Heute basteln wir einen dekorativen Weihnachtsstern. Dafür sollte man sich folgende Materialien bereithalten: ein Drahtsterngestell, Renaissanceperlen, Glasschliffperlen, eine Rosenkranzzange und einen Seitenschneider. Zuerst steckt man die Perlen nach Belieben auf das Drahtsterngestell. Um ein besonders schönes Exemplar zu bekommen, sollte man hierbei darauf achten, dass sich die gleiche Abfolge der Perlen auf der gegenüberliegenden Seite wiederfindet. Danach werden die Enden des Drahtes einfach mit einer Rosenkranzzange umgebogen, damit die Perlen nicht herunterrutschen. Zum Schluss kommt noch ein Bändchen dran und der Stern kann am Weihnachtsbaum befestigt werden. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Nachbasteln.